Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute der aktuelle Stand des Zyphos-Projekts bei Lubera, bei uns. Zyphos ist ja das Projekt, das zu 50% circa von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vom Bundesamt für Landwirtschaft finanziert wird und wo verschiedene Institutionen, die Forschungsanstalten, die ETH, aber auch private Firmen wie Frutscher und Lubera daran beteiligt sind. Und das Ziel ist es, Methoden zu entwickeln, aber auch den Weg selber zu beschreiten, um feuerbrandresistente Apfelsorten und Obstsorten zu generieren. Also einerseits ist es Methodenforschung, andererseits geht es aber auch ganz praktisch darum, neue Sorten zu züchten. Und genau in dem Projektteil sind wir bei Lubera engagiert. Ich möchte kurz in 2-3 Minuten erzählen, wie weit wir sind, wo wir sind. Wir sind jetzt im 5. Jahr und möchten uns auch mit diesem Video selbstverständlich und mit diesen Worten dafür bedanken, dass dieses Projekt ermöglicht wurde. Es wäre ohne diese Zusatzfinanzierung vom Bund, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nicht möglich gewesen und wäre auch jetzt nicht möglich. Was haben wir bei Lubera und Frutscher gemacht? Wir haben Folgendes gemacht, wir haben in unserer Backlist von Sorten gesucht, wo gibt es Sorten, die Feuerbrand tolerant, feuerbrandresistent ist, haben dann Probekreuzungen gemacht und ein bisschen rausgefunden, so ein bisschen eine Ecke gefunden, wo es eben Kreuzungen gibt, die produktiver sind auf Feuerbrand. Wo man also nicht 1-2% feuerbrandtolerante Sorten, Genotypen findet, wenn man sie testet, sondern eben einen viel höheren Prozentsatz. Und diesen Weg beschreiten wir jetzt weiter. Wir machen laufend Kreuzungen, versuchen wiederum diese Felder zu finden, wo eben diese hohe Produktivität für Feuerbrandresistenz sich bei Kreuzungen zeigt und testen dann ganze Populationen. Wir gehen also nicht den alten Weg, dass man irgendwann Sorten hat, die Sorte A, und dann testet man die auf Feuerbrand und weiß nachher, ob sie anfällig ist oder nicht. Nein, wir versuchen ganze Populationen zu testen und dann nur noch die auszupflanzen, die tolerant und resistent oder wenig anfällig auf Feuerbrand sind. Wie funktioniert das genau? Wir machen jeweils pro Genotyp, pro Pflanze 6 Veredelungen, 6 Pflanzen. 4 gehen nach Quedlinburg, werden dort auf Feuerbrand getestet und 2 Pflanzen bleiben bei uns in der Baumschule. Und dann bekommen wir aus Quedlinburg zu uns die Resultate, welche sind anfällig, welche sind sehr anfällig, welche sind wenig anfällig, welche sind eigentlich gar nicht anfällig. Und diese wenig anfälligen und gar nicht anfälligen werden bezeichnet und werden dann hier in die Obstanlage gepflanzt. Man sieht hier überall noch die Paare, das ist ein Paar. Wir haben dann also von einem Genotypen nicht nur einen Baum, nein, wir haben 2 Bäume, sodass nachher auch die Selektion und Sortenprüfung schneller vor sich gehen kann. Die werden dann also in die Obstanlage gepflanzt und wir warten jetzt darauf, dass sie Früchte geben. Das ist zum Beispiel wieder so ein Paar, identisch. Das ist beide Pflanzen sind eine Sorte. Die stehen jetzt, der erste Jahrgang steht jetzt im 2. Jahr. Der 2. Jahrgang ist dieses Frühjahr aufs Feld gepflanzt worden, und zwar nicht hier, sondern in einer Versuchsanlage von Frutscher in Velben. Und zwar eine Versuchsanlage, wo wir Tests machen mit verschiedenen Sorten auf eine No-Residue-Produktion, auf eine rückstandsfreie Produktion, wo es einen kontrollierten, reduzierten Pflanzenschutz gibt. Auch das wird uns zusätzliche Inputs für die Selektion der Schorf- und Feuerbrandresistenten Sorten geben. Selbstverständlich sind alle diese Genotypen neben der Feuerbrandtoleranz auch schorfresistent. Ich denke, nächstes Jahr, also im 6. Versuchsjahr, können wir dann mit den ersten Früchten rechnen, dass wir also von all diesen einigen 100 Genotypen, die resistent und hochtolerant gegen Feuerbrand sind, auch Früchte bekommen und dann Sortenkandidaten für die Vermehrung, für die Weitertestung selektionieren können. Das sollte hier in diesem Feld und auch in den neuen Feldern in Velben sollte das relativ schnell und gut gehen, weil wir eben nicht nur eine Pflanze pro Sorte haben, sondern 2. Wenn man hier so genau schaut, dann sieht man hier schon teilweise die dicken Knospen. Also man kann mit Fug und Recht wohl davon ausgehen, nächstes Jahr, dass wir hier in diesem Bereich mit Blüten rechnen können und damit auch nächstes Jahr die ersten Früchte haben und konkret Sortenkandidaten für Zyphos, für dieses Projekt, für mehr feuerbrandtolerante und feuerbrandresistente Sorten in der Schweiz selektionieren können. Nochmals herzlichen Dank an die Zuseher, Zuschauer und an Sie, die Zyphos möglich gemacht haben.